Noch eine Tür. Mal sehen. Es geht auch leiser. War irgendwie klar. Dahinter befindet sich eine Art Holzlager. Es reicht bis zur Tür. Hier gibt's kein Durchkommen. Schön zu wissen. Ah. Mit der Feile ging das Vorhängeschloss. Da bräuchte ich Jahre für. Vermutlich würde sich das Schloss durch die Feile fräsen, anstatt umgekehrt. Hätte es sein können. Eine ziemlich alte Blechkanne. Der Geruch sagt mir, dass da Benzin drin sein muss. Okay. Nee, jetzt, oder? Ich glaube, da ist noch genug Öl drin. Kein Grund nachzufragen. Wollte schon sagen. Ich glaube, ich weiß, woher dieser merkwürdige Schatten kommt. Ah, ein Schlüssel. Na, wer sagt's denn? Damit wandert der Schlüssel in meinen Besitz. Vielleicht fürs Vorhängeschloss? Komm schon. Wir müssen doch auch mal Glück haben. Passt. Na, geht doch. Wie ich's mir gedacht habe. Voller Schrott. Dann schauen wir. Auch Schrott kann nützlich sein, mein Guter. Scheiße. Das sieht aus wie eine Robe und eine Maske vom Orden, der mich verfolgt hatte. Gleichzeitig ist es aber auch ein Beweis, dass es den Orden gab. Bingo. Ich nehme sie mit. Hier ist noch ein Zettel in der Robe. Scheint ein Brief an den Orden zu sein. Ziemlich zerrissen. Gelingt es uns nicht, das Übel aufzuhalten, ist unser Ziel verfehlt. Es hat bereits Opfer gegeben. Also sein Ziel erreicht oder mir etwas zustößt, darf keine Spur mehr. Aha. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es scheint eine Aufforderung zu sein, alle Spuren des Ordens zu verwischen. Das erklärt, weshalb die Robe in der Hütte liegt. Ich stecke ihn zurück. Vielleicht finde ich ja noch etwas Brauchbares. Ein Korkenzieher und ein Zollstock. Die sehen noch intakt aus. Nimm. Na dann, eine Kettensäge. Wow, eine Kettensäge. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Schmuckstück mir weiterhelfen wird. Immer doch. Machen wir jetzt einen auf Ash, oder wie? Der Tank ist gerade mal halb voll. Hoffentlich reicht das. Ich habe die Kettensäge betankt. Allerdings fehlt der Tankdeckel. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, sie so einzusetzen. Vielleicht der Korken? Tatsache. Das sollte halten. Jetzt kann's losgehen. Ja, Kinder und ihre Kettensägen. Die morschen Dielen sollten für die Säge kein Problem sein. Aber ich sollte vorher prüfen, was sich darunter befindet. Wie soll ich das denn machen? Das werde ich nicht schaffen. Da braucht es schon größeres Werkzeug. Mit einem Lineal, ach nee. Und? Interessant. Unter den Dielen ist mindestens ein halber Meter Luft. Die Hütte muss auf Stelzen gebaut worden sein. Wenn ich das nächste Mal auf der Flucht vor Dämonenhunden bin und mich in einer Hütte verstecke, achte ich schon beim Reingehen drauf. So, jetzt müsst ihr es machen. Dann walte deines Amtes, Ash. Ich säge mir einfach eine Falltür in den Boden. Die kann man zur Not auch wieder schließen.
Durch das Loch kann ich nach draußen kriechen. Sehr gut. Dann schauen wir uns mal um. Gut, versuchen wir es. Den sperrigen Krempel lasse ich besser hier liegen. Keine wilden Bestien weit und breit. Nur wenigstens etwas. Seltsam. Keine Spuren. Die Viecher können sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Nein! Na toll. Kapitel 2. Das ging ja flott. Wie bin ich denn hierher gekommen? Beschreiben Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe mich gesehen. Als Kind. Ich spielte mit meiner Schwester im Wald. Es ist nicht weit vom Schloss entfernt. Ich konnte es sehen, hinter den Bäumen. Ein Mann war noch dabei. Konnten Sie erkennen, wer er war? Nein. Er hat mir den Rücken zugewandt. Aber etwas sehr Schlimmes ist passiert. Was ist passiert? Meine Schwester, sie ist gestürzt. In ein Loch. Sie schreit. Was soll ich tun? Adrian, Sie sind nicht mehr dort. Erinnern Sie sich, was Sie damals getan haben? Ich bin zu dem Loch gerannt. Und ich weiß nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern. Sie haben mich geweckt, bevor ich ihr helfen konnte. Ich habe Sie nicht geweckt, Adrian. Sie sind von selbst aufgewacht. Anscheinend wehrt sich alles in Ihnen gegen diese Erinnerung. Sie scheinen sie wirklich stark verdrängen zu wollen. Oder ich erinnere mich ganz einfach nicht mehr daran. Die Erinnerung ist noch da. Sie müssen sich nur auf sie einlassen. Das sagen Sie so einfach. Vielleicht sollten Sie sich im wachen Zustand mit dieser Erinnerung auseinandersetzen. Diese Stelle im Wald, die Sie gesehen haben... Versuchen Sie, sie zu finden. Sie brauchen einen Anker in der Gegenwart. Tja, wenn Sie meinen. Und was die Halluzinationen angeht, ich habe ein Medikament bestellt. Das sollte helfen, sie zu unterdrücken. Sehr gut, das nehme ich. Auf die Schulmedizin ist wenigstens Verlass. Nehmen Sie bitte das Rezept hier und bringen es zu Abaya in den Laden. Sie wird Ihnen das Medikament aushändigen. Ach, sie ist auch noch Apothekerin. In so einem kleinen Dorf gibt es mehr Aufgaben als Einwohner. Auch wieder wahr. Mein Kopf dröhnt immer noch. Ein Glück, dass mich Mary gestern im Wald gefunden hat. Sonst wäre ich wahrscheinlich erfroren. Ich sollte mir also schnellstmöglich diese Medikamente holen. Und ich könnte gleich den Inspektor fragen, ob Murray endlich wegen der Aussage bei ihm war. Außerdem habe ich noch einen Termin beim Pfarrer. Kann doch nicht so schwer sein, das Grab meines Vaters zu finden. Ach, und diese ominöse Stelle im Wald soll ich finden. Freu dich, Darren. Das wird ein langer Tag. Wo ist das Outfit des Ordens hin? Moment mal, Matt ist wieder frei? Hey Matt, wann haust du endlich ab mit deinem Jahrmarkt?
Na, wie geht's? Immer noch vom Teufel besessen? An deiner Stelle würde ich darüber keine Witze machen. Soll das natürlich eine Drohung werden? Sagen wir lieber eine gut gemeinte Empfehlung. Dir fehlen ja wirklich ein paar Latten am Zaun. Was ist bei deiner Geburt eigentlich schiefgelaufen? Nicht halb so viel wie bei deiner, du Bastard. Viel Spaß noch. Hey Arschloch, wenn du mich vermisst, mal ein Herz an die Wand. Mach ich. Und zwar mit deinem Blut. Ja, ist doch mal wieder nett, was für ein Nächstenlieb auf den Straßen herrscht. Abgeschlossen, seltsam. Gestern um diese Uhrzeit war der Laden... Ja, wahrscheinlich hat sie Schiss vor dir. Nanu. Wo ist denn der Inspektor hin? Hey, Zack. Was denn nun schon wieder? Hab ich was Falsches gesagt? Nein, ich bin nur etwas überarbeitet. Der Inspektor ist den ganzen Morgen schon nicht da und ich muss die ganze Arbeit allein machen. Wo treibt sich denn der Inspektor rum? Kaffee, glaube ich. Oder vielleicht können Sie mir helfen. War Murray schon hier wegen seiner Aussage? Murray? Ja, der war hier. Wollte etwas Dringendes mit dem Inspektor besprechen. Wissen Sie, worum es ging? Das darf ich Ihnen natürlich nicht sagen. Na toll. Der Laden von Abaya ist geschlossen. Ist heute ein Feiertag, von dem ich nichts weiß? Nein. Letzte Nacht bin ich übrigens vor großen schwarzen Hunden in eine Hütte im Wald geflohen. Ich wurde dort eingesperrt, konnte mich aber mit einer Kettensäge befreien. Danach bin ich ohnmächtig geworden. Sie können nicht anders, habe ich recht. Und warum erzählen Sie mir das? Sie sahen so gelangweilt aus. Auf Wiedersehen, Constable. Hm. Oh Mann, ja, sie sahen so gelangweilt aus. Na gut, im Café meint er, ist der Inspektor. Mal schauen. Und? Nö, nur Bobby und Edward wieder. Wie läuft's? Bestens. Was kann ich für Sie tun, Sir? War der Inspektor heute schon da? Nein, Sir. Ich habe ihn den ganzen Tag noch nicht gesehen. Bin gerade erst gekommen. Und Denise? Denise ist auch verschwunden. Aha. Beide nicht da. Na, schon im Lagerraum nachgeguckt. Ich muss dann mal wieder. Beehren Sie uns bald wieder, Sir. Hi, Bobby. Hi, Darren. Der Kellner, Edward. Freut er sich auch, dass du hier hilfst? Erst hat er mich weggeschickt, aber ich bin immer wieder gekommen. Dann hat er gesagt, wenn ich mich nützlich mache, darf ich bleiben. Ich darf nur nicht sitzen und die Denise anstarren, weil da kriegen die Leute Angst vor mir. Ich mag nicht, dass sie vor mir Angst haben. Das mag ich auch nicht. Edward hat auch gesagt, wenn ich einen Kuchen anfasse, dann muss ich ihn auch essen. Und Kaffee kriege ich keinen mehr, weil mir wird davon schlecht. Ich muss weiter. Okay, Darren. Ach, wo ist dieser Inspektor denn nur? Meine Fresse. Beim Hotel werden die nicht unbedingt sein, oder hat Murray jetzt auch ein Stundenhotel eröffnet? Hm.
Murray ist gar nicht da. Ja, wollt ihr mich verarschen? Ist kein Schwein mehr in Willowcroft zu finden, oder was? Da hockt auch keiner mehr. Was ist hier los? Sehr, sehr eigenartig. Da geht es einige Stufen nach unten. Sie führen hinter das Hotel. Ich glaube zum Fluss. So, dann schau. Ein Gästebuch. Da werde ich mich ganz bestimmt nicht eintragen. Sollte sie auch nicht eintragen, sondern eher Nachforschung betreiben. Ein Telefon? Hm.